Das hat der Chip sogar schon eingebaut. Oder andere proprietäre Protokolle, die gerade in der Leuchtenindustrie leider noch unterwegs sind. Damit Sie erstmal anfangen können, gibt es von uns ein Evaluation Kit. Jemand sagte gestern, da habt ihr doch gar nichts eingebaut, da ist es halt eben auch drin. Das kann man bei uns am Stand D66 dort drüben gucken. Da sind zwei von diesen Powerline-Modulen drin, Sie können eigene Hardware dran basteln. Es ist alles an Hardware und Software mit dabei, damit Sie sofort loslegen können. Und damit können Sie Ihre ersten Gehversuche machen. Ansonsten, wenn Sie sagen, okay, läuft, können Sie dieses Modul auch in Ihre eigene Hardware einbauen. Und wenn Sie so ein ganz großer Liebling der Industrie sind und sagen, oh, ich baue damit auch 100.000 Geräte im Jahr, dann bauen Sie gleich Ihre eigene Platine neben unseren Protokollstack und bauen damit Ihr eigenes Gerät. Wir sind ein bisschen hinter der Zeit damit. Ich habe zwar die Hardware hier, aber wir sind noch nicht ganz durch. Das ist ein Grippevirus. Uns hat es in den letzten 3 Monaten in der Firma ziemlich zerlegt, was die Grippe angeht. Wir sind auch nicht die Einzigen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die hier sind, wo wir sagen, oh, der ein oder andere Kollege, auf den musste ich jetzt leider etwas länger verzichten. Wir sind jetzt so ungefähr 4 Wochen hinter der Zeit. Sie können aber bestellen, Sie können sich das angucken und dann können Sie auch im nächsten Monat loslegen. Noch ein bisschen zum Entwicklungsfluss. Das geht jetzt so an unsere Lonnies, damit die sehen, wie es funktioniert. Es gibt so bei LON eine Interface-Beschreibungsdatei, aus der erzeuge ich ein Application Framework. Da tue ich meine eigene Anwendung mit rein, die jetzt die Peripherie bedient, die Regelungsalgorithmen. Wird diagnostiziert, gedebuggt. Ich finde dieses Bild von diesem Bug mit dem Windows-Farben, den finde ich immer so besonders schön. Und am Ende entlassen Sie das Ganze in die Freiheit und Sie haben Ihr Produkt. Es gibt noch ein paar weitere Produkte von uns zu dem Thema. LON, HDPLC-Router auf Standard Twisted Pair, Interfaces für Tablet und Laptop, also von HDPLC Ethernet auf Wi-Fi. Und für uns wichtig, da sehen Sie schon dieses kleine Stückchen für die USA, ein intelligenter Stecker, den Sie über HDPLC fernsteuern können, um Geräte ein- und auszuschalten, Energie zu zählen, einfach um solche Peak-Demand-Systeme zu realisieren. 2 Sätze noch über die GESITEC ansonsten. Die GESITEC ist seit über 25 Jahren Hersteller von LON-Komponenten, einer der Early Adopters in Europa. Was LON-Schnittstellen für den PC angeht, sind wir die Nummer 1 auf der ganzen Welt. Wir haben einen superschnellen LON-IP-Router, wir machen aber auch OEM-Entwicklungen und gerade auch Hardware-Upgrades für OEMs. Ansonsten haben wir noch ein drahtloses batteriebetriebenes Temperaturüberwachungssystem. Da stammt auch diese Kühltruhe letztendlich her aus der Anwendung. Das richtet sich an Supermärkte, Convenience Store, Tankstellen-Shops und so weiter. Ein bisschen Details. Ansonsten, wir sind hier nebenan auf Stand E66. Wen es interessiert, kommt gleich vorbei. Kann mit uns oder mit meinem Kollegen, dem Herrn Gangula, reden. Ansonsten war es das. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was technisch mitgenommen. Powerline ist eine Technologie, die Sie in Gebäuden direkt einsetzen können, die die große Potenz hat, auch außerhalb der Gebäude alle möglichen Systeme, Fremdsysteme mit zu integrieren als Informationsbackbone in einer Smart City. Allerletztes Wort, unsere LONMARK-Kollegen stehen auch in Halle 5.0, Stand D29 und zeigen, wie das ganze Powerline übertragungsmäßig funktioniert und nicht nur mit dieser abgenudelten Straßenbeleuchtung, sondern auch mit Elektroautoladern, mit Anbindung von Parkplatzsensoren, Luftverschmutzung und allem möglichen drum und dran. Eine Anwendung, die also weit über das hinausgeht, was wir aus der Gebäudeautomation kennen. Dankeschön.